Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Attack of the B-Team! Mensch, es ist ja wunderhübsch, dass wir uns hier wiedersehen. Und irgendwie, Terra, warum brennt da der Ofen? Ja, es ist eine eine längere Geschichte. Ich habe zwischenzeitlich... Ach du Scheiße, mein Inventar habe ich aber nicht aufgeräumt. Ich habe zwischenzeitlich mal ein bisschen weitergespielt. Ich habe davon noch einen Livestream gemacht und jetzt pass auf. Was ist denn hier passiert? Terra, was hast du mit deinen Kisten gemacht? Ja, an diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben sollten, denen werde ich das jetzt nochmal schildern. Guck mal hier rein, das ist auch total aufgeräumt. Hier hätte ich ja eigentlich mal einen Goldblock rausmachen können, aber ich habe dann doch irgendwie das so gelassen. Und hier habe ich auch, naja, so ganz grob sortiert und hier ist eigentlich immer noch das drin. Was übrigens auch noch sehr interessant war, ich konnte diesen Glowstone, ich weiß gar nicht, wo habe ich denn den jetzt hingepackt? Den habe ich irgendwo in eine Kiste gepackt und es ist Nacht. Moment, ich gehe mal kurz ins Bett. Ist natürlich ein toller Aufnahmebeginn, weißt du? Gehst du gleich ins Bett. Weißt du, du siehst ja sonst nichts von der Welt. Ich werde mal kurz ein bisschen laufen. Ich habe nämlich aus so ein paar... Was ist denn da hinten? Creeper-Ausgehtag oder was? Die Creeper-Party. Und da ist ein Zombie am Brennen gewesen. Hi! Au! Tut mir doch nicht... Der tut mir natürlich weh. Warum auch nicht? Ist ja sein gutes Recht, dass er mir wehtun darf. Was? Ich habe so ein paar Sachen habe ich gemacht. Allerdings wollte ich noch so ein paar Sachen machen. Die möchte ich allerdings nur im Let's Play machen. Was um alles in der Welt... Was um alles in der Welt ist das denn? Hä? Das stand hier aber... Hier ist irgendwas gestorben, auf jeden Fall. Sonst würden hier nicht ein Muskel liegen und zwei Knochen. Aber wie kommen hier die... Ich bin verwirrt. Verwirrt mit Ö. Das... Ich schmeiß mal eben gerade hier die Knochen, das Fleisch weg. Wobei, das Fleisch könnte ich aufhängen. Ach, das ist auch Wurst. Ich habe die ganze Zeit im Peaceful gespielt. Jetzt habe ich natürlich den Peaceful-Modus rausgenommen und spiele jetzt wieder normal. Und, ja, hier haben sich so ein paar Sachen geändert, wie man sieht. Ich habe hier mal irgendwas gepflanzt, wo ich mir dachte, hey, das könnte vielleicht toll sein. Und, Slimy Leaves. Ein Schleimbaum habe ich gepflanzt. Das sind ja die Bäume, die normalerweise da oben wachsen. Ich habe mir einfach mal gedacht, komm, pflanz einfach mal diesen Baum, weil er vielleicht schön sein könnte. Und das ist dabei rausgekommen. Dann wollen wir mal hier reingehen. Man sieht hier gleich auf im ersten Moment, dass ich hier auch das Loch geschlossen habe. Und ich habe die Witchery-Kiste geordnet. Warum ich hier ein Steak reingemacht habe, frag mich nicht. Aber die Knochen kommen hier rein. Im Normalfall. Ich muss mal eben gerade meinen Kopfhörer ein bisschen leiser machen. So, ja, man sieht, ich habe hier wirklich aufgeräumt. Ich habe es mir wirklich zum Ziel gesetzt, dass ich hier ein bisschen Ordnung reinbringe. Und ich habe das extra gemacht für euch. Oder für uns, besser gesagt, dass wir hier nicht 1000 Jahre suchen müssen, bis wir was gefunden haben. Das hier ist noch die Krimskramskiste. Hier habe ich so unwichtige Sachen reingepackt. Wobei Necrotic Bone könnte sehr wichtig sein. Ich habe nämlich mal geguckt, wofür man das braucht. Hierfür. Und zwar können wir uns einen Red Hat Kanister machen. Hört, nicht Hat. Hat wäre Kopf. Hört Kanister. Dieser Kanister sorgt dafür, wir müssen hier übrigens auch einen Juwel-Apfel machen. Ich meine, hallo. Das ist ganz schön wertvoll, der Apfel. Das könnten wir eigentlich gleich mal machen. Da wäre ich eigentlich voll und ganz für. Und wir müssen halt noch einen Kanister machen. Und wir haben so viel Aluminium, das kriegen wir ohne Probleme hin. Dieser Kanister sorgt nämlich dafür, dass wir... Habe ich die Knochen daneben geworfen? Ja, habe ich tatsächlich. Voll der Pro-Gamer, Mensch. Und ich gehe jetzt nochmal in die Kelleretage. Achso, dieser Herzkanister, da bin ich stehen geblieben, bevor ich jetzt hier weiter erzähle. Den können wir hier reinsetzen und dann haben wir mehr Herzen zur Verfügung. Und den kann man, glaube ich, dreimal upgraden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hier sieht man, ich habe diesen Raum hier zum Abstürzen gebaut. Hier fehlt jetzt die Kiste. Ich habe sie endlich dazwischen rausgenommen. Und ja, dieser Raum hier hat einen besonderen Boden gekriegt. Hier außenrum wollte ich tatsächlich den Marmorstein hier nehmen. Das machen wir jetzt mal.
Dafür habe ich den nämlich gemacht. Jetzt erinnere ich mich wieder, warum ich hier Marmor in meinem Inventar habe. Ich habe mir so am Anfang der Aufnahme gedacht, warum hast du denn so viel Marmor im Gepäck? Aber das sieht doch mal traumhaft aus, oder? Ich habe hier überall Marmorgestein genommen. Hier drüben, der Raum, der hat jetzt auch einen besonderen Boden. Also ich bin ja eigentlich dafür, dass jeder Raum, den wir hier haben, so einen besonderen Boden bekommt. Der hier hat den dunklen gekriegt. Ich weiß noch nicht, was wir hier reinmachen werden. Wir werden hier irgendwas Tolles reinmachen. Vielleicht machen wir hier auch die Monster... Obwohl, nee, das bleibt oben. Wir wollen den ja auch bewegen. Die einzigen Räume, die ich noch nicht gemacht habe, beziehungsweise ich habe hier erstmal schon den Boden rausgerissen auf der Seite. Hier habe ich auch schon ein wenig Marmorgestein hingepackt. Wieso ist das hier so duster? Stell dir mal vor, hier spawnt was. Das war, ist hier aber nicht vorschriftsmäßig, was ich hier gebaut habe. Ja, hier wird auch noch ein besonderer Boden reinkommen und hier drüben habe ich halt erstmal nur den Boden rausgerissen. Das habe ich alles während des Streams gemacht und der war echt, ich muss ganz ehrlich sagen, diejenigen, die jetzt hier reingucken sollten, ich muss mich nochmal recht herzlich dafür bedanken, weil es war einfach wunderschön. Es hat mir so viel Spaß gemacht, wie schon lange nicht mehr. Die Kiste ist ja leer. Und ich esse jetzt hier mal. Ich habe mir nämlich auch Reis gemacht. Hier, Fred Rice. Endlich mal was Vernünftiges zum Essen. Deswegen haben ja Chinesen Schlitzaugen, weil sie durch diese Geschichte mit Reis verstopfen haben. Nein. Was? Terra! Nein, das war jetzt ein Witz. Verzeiht mir meinen schlechten Humor. Der war wirklich jetzt Unterkante. An alle Chinesen da draußen, es tut mir leid! So, das ist, denke ich mal, so in Ordnung. Ich habe hier so ein paar Sachen noch irgendwie im Inventar. Ja, sonst hat sich hier eigentlich nicht viel getan, außer dass ich hier unten halt so ein bisschen umgebaut habe und halt sehr fein säuberlich sortiert habe. Ich habe insgesamt, ich glaube, fast 3 Stunden gebraucht, um das irgendwie auf Vordermann zu bringen, dass das mal endlich eine sinnvolle Sortierung hat. Und stellt euch mal vor, ich hätte das jetzt hier ins Let's Play gepackt. Ich glaube, da hättet ihr freiwillig abgeschaltet. Kann ich das Ding kaputt machen? Oh. Tatsächlich. Cool. Wir haben jetzt immerhin kaputte Schwerter aus Holz. Wollte ich schon immer mal haben. Und wir haben ein Backpack. Kann ich denn... Kann ich mir den... Schade. Ah, aber, aufmachen kann ich ihn nicht, ne? Place down and break while sneaking to equip. Aber es ist doch gerade alles rausgefallen. Wie soll denn das funktionieren? Ich will es gar nicht wissen. Jedenfalls. Hier habe ich auch ein kleines bisschen verändert. Ich habe hier Reis gepflanzt. Der ist auch schon reif. Also die Felder werden so langsam voll, so allmählich. Ich müsste natürlich noch so ein paar andere Sachen pflanzen. Dieser ist hier immer noch so sortiert, wie er am Anfang war. Da habe ich jetzt nicht wirklich was geändert. Und halt hier unten im Keller, nur dass ihr mal einen kleinen Überblick habt, habe ich auch ein bisschen sortiert, wie man sieht. Da steckt viel Liebe drin. Wenn ich jetzt hier oben drauf drücke, dann beiße ich mir in den Hintern. Wenn dann die automatische Sortierung das alles sortiert. Hier habe ich auch so ein paar Sachen reingepackt, auch ein paar Steine, ein paar Leitern vor allem. Ich weiß gar nicht. Komm, die Leitern packen wir hier rein. Wenn wir welche brauchen, werde ich sowieso wieder welche, also neu craften. Ich kenne mich ja. Und jetzt machen wir mal das, was ich vorhabe, was wir machen. Wollen, sollen, tun. Was habe ich da eigentlich draufgeschrieben? Herzlich willkommen auf der Farm. Mensch, Terra, du bist ja echt der hellste Kopf hier im Raum. So was Tolles hat er sich ausgedacht. Mensch. Nee, diese Folge, wenn die rauskommt, wird wahrscheinlich schon das neue Jahr sein. Also ich gehe mal von aus, ich habe ja angekündigt gehabt und das werde ich auch, denke ich mal, so umsetzen, dass ab dem nächsten Jahr, also ab 2017, dann wieder erstmal ein bisschen durchgestartet wird. Ob wie lange ich das durchhalte, ist halt wieder so eine Frage der Zeit. Also eine Frage ist das auf jeden Fall. Und ich habe, glaube ich, gerade irgendwas falsch gemacht. Ja, ich hätte zum Beispiel... Ich bin manchmal auch so ein schlauer Typ. Nimm erstmal das Miniaturherz. Okay, das macht man aus 4. Aber ach so, das ist Zinn. Und dann Knochen ergibt das gleiche quasi. Okay.
Ist ja doch so einfach. Aber was ich hier schon mal machen kann, ist, glaube ich, mal den Diamanten da rauszunehmen. 1, 2, 3, 4. Und dann werden wir hier mal einen diamantenen Apfel machen. Kann man den eigentlich essen? Tatsächlich. Die Frage ist, was bringt mir ein diamantener Apfel, wenn ich ihn esse? Also man kann auf jeden Fall das Ganze dann noch upgraden. Dafür brauche ich allerdings ein gelbes Herz. Und ich habe keine Ahnung, woher ich das gelbe Herz bekomme. Ob ich das vielleicht auch von irgendwelchen Viechern bekomme, vielleicht unten aus dem Nether, ich habe keine Ahnung. Und das Ganze kann ich dann nicht nochmal vergrößern. Das ist dann quasi die größte Größe und ich glaube, dann habe ich permanent healthy interest. Aha, das heißt also, ich werde permanent geheilt. Egal, ob es mir gut geht oder schlecht. Und ich muss halt noch einen goldenen Apfel mit dazu packen. Jetzt muss ich allerdings, weil ich ja so schlau bin, nochmal zurück zum Hexenhaus laufen. Ah, das hat sich auch nichts geändert in der Zeit. Furchtbar. Nee, um das jetzt hier auch nochmal kurz anzusprechen, das Thema. Es ist ja jetzt dann 2017, wenn die Folge rauskommt. Ich nehme jetzt gerade auf einen Tag vor Heiligabend. Weil ich mal gerade Zeit habe und einfach mal einen Tag frei habe quasi. Dachte ich mir, komm, setz dich mal hinterher und mache mal eine Aufnahme. Und es gab ja, ich kann das ja mal kurz ansprechen, es kam ja jetzt lange Zeit überhaupt nichts auf YouTube, weil ich überhaupt gar keine Zeit hatte und mich umorientieren musste. Das habe ich auch ganz groß gesagt bei meinem S-Log, also für Super-Log. Hier, jetzt setzen wir erstmal hier den Kanister rein. Wow. Ach so, das heilt mich auch. Da, ach, hier, gucke mal, da unten. Ich krieg noch Herzen dazu. Jetzt sind das nicht mehr rote Herzen, jetzt sind es gelbe. Aber nur eins. Also ich habe quasi ein Herz mehr. Na, das hat sich ja schon mal gelohnt. Und wenn ich das gelbe habe, ist wahrscheinlich diese ganze Reihe hier unten dann voll. Ja, ist nicht voll. So, gehen wir jetzt mal pennen. Ich hatte ja das auch im S-Log gesagt, dass sich für mich so einige Sachen jetzt dann ändern werden im neuen Jahr. Und da bin ich erstmal sehr gespannt, wie ich das dann umsetze. Ob ich denn hier überhaupt noch Zeit habe, um überhaupt aufzunehmen. Ich meine, es wird wahrscheinlich schon mehr Zeit sein als vorher, aber ja, man muss erstmal gucken, wie man sich selber einschätzt, ne? Ob man das hinbekommt oder nicht. Es ist ja, wie gesagt, ein Hobby, was ich sehr, sehr, sehr gerne mache und das hört man ja auch. Und ja, dann habe ich noch eine Möglichkeit. Also, wenn ihr mehr Informationen haben wollt, bevor ich jetzt hier zum nächsten Thema gehe, schaut euch das S-Log an aus dem Dezember. Dann wisst ihr mehr. So, das ist S-Log 4. Das ist das erste S-Log. Also es müsste Infovideo Nummer 4 sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. So, ich habe mir auch vorgenommen, ich möchte mit euch hier ein bisschen mit Witchery rumhantieren. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich habe mir nur so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich brauche. Die sind ganz schön, tja, ganz schön schwierig herzustellen. Ich muss also quasi in den Nether, das können wir gerne jetzt machen. Und ich muss mir ganz viele Blaze Roads holen. Das wird natürlich ein sehr, sehr interessantes Manöver, weil wir werden wahrscheinlich krepieren. Ich habe jedenfalls so das Gefühl, dass wir krepieren werden. Und dafür müssen wir eine Festung und wir müssen sogar ein Wither beschwören. Weil anders geht's nicht. Ich brauche nämlich den Nether-Stern brauche ich. Ich habe hier zwar eine Blaze Road, aber die reicht leider nicht aus für das Manöver, was ich vorhabe. Das ist schon ganz schön komplex, was ich vorhabe. Ich möchte auch mal gucken. Ich muss, glaube ich, dieses Buchen wieder machen, weil das habe ich ja irgendwie verlegt. Dadurch, dass ich ja gestorben bin. Also fälschlicherweise gestorben bin, weil ich ja, mein Klon quasi gekillt habe und der hatte die ganzen Sachen. Das war ein bisschen schlecht. Der hat ja nichts fallen lassen, leider. Wäre ja schön gewesen, wenn er so einen Rucksack gehabt hätte hier. So ein. Ich weiß gar nicht, kann ich den noch anders hinstellen? Mal gucken. Ich würde ihn ja gerne... Hey, das geht sogar. Haben wir noch eine Kiste? Ich finde die sogar irgendwie schicker als hier so eine Kiste. Also, Nether. Nether ist unser großes Ziel. Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal so ein paar Vorbereitungen machen. Ich pack
Ich nehme jetzt hier erstmal das Zinn wieder raus und ich packe hier nochmal die zwei Silber rein, das, was irgendwie mal gebrannt haben. Und das packen wir mal hier hinein. Und jetzt müssen wir mal gucken. Witcherie. Ach, und ich muss übrigens auch noch diese ganzen... ja, diese Kreiden machen. Später, also... wir sind ja noch in Attack of the B-Team, das heißt, wir sind in Minecraft-Version 1.6.4. Werden diese Rezepte etwas komplexer, da muss man vor allen Dingen auch mit dem Kochpot arbeiten. Hier gibt es zwar einen Kessel, aber ich habe bis jetzt noch nicht herausgefunden, wofür der gut sein soll. Wobei, es gibt, glaube ich, ein Kesselbuch. Book of Biomes, Symboli... was? Ach, hier sind die ganzen Bücher. Collection Fumes, dann haben wir hier Distilling, dann haben wir Circle Magic und Bro and Infusions. Jetzt hier kannst du eine Infusion legen. Wir müssen eigentlich dieses hier machen. Das heißt, wir brauchen ein Buch. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwelche Bücher habe. Ich bin eigentlich der Meinung, nein. Aber wir können uns welche machen, weil wir haben Leder. Das ist ja auch schon mal ein großer Vorteil. Wir haben sogar Whiff of Magic. Whiff of Magic, ach ja, was war ja das mit den Rowan-Setzlingen? Ich erinnere mich noch an dieses Prozedere. Oh, Backe. Und wir müssen vor allem auch mal... ach nee, wir haben hier noch Clay Jars. Ich pack sie mal hier rein. Ich hoffe, da passiert jetzt was bei den ersten zwei. Sonst muss ich gleich noch den Baum da draußen fällen. Ich weiß gar nicht, ob ich aus dem Rowan-Holz das Zeug gekriegt habe. Aber ich glaube nicht. Müssen wir mal gucken. Ich kann mir auf jeden Fall einen Helm daraus machen und eine Hose und sowas. Interessant. Und Kisten. Was ist das? Hä? Trend Effigy? Ich glaube, ich baue... naja, vielleicht baue ich es nicht gleich. Disturbed Cotton. Was? Wo kriege ich denn das her? Also ich muss auf jeden Fall auch das Spinnrad bauen. Interessant. Ich wusste gar nicht, dass man Baumwolle von Witchery, also so ganz spezielle Wolle vor allem... oh je, wisst ihr, was das heißt? Das heißt nichts Gutes. Das heißt, dass wir ganz schön was Tolles machen müssen. Und das ist so Wolle, das schmeißt der, der fliegt dir glatt das Blech weg, wenn du das mitbekommst. Ich such's gerade, ich find's nur nicht. Da, hier, Mutandis, Extremis. Ist, glaube ich, dann das Richtige, was wir brauchen. Also wir brauchen Netherwarzen und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, wir müssen wieder dieses merkwürdige Manöver hier machen. Verfahren, nicht Manöver. Wir brauchen Mannraken, wir brauchen Bone Meal. Bone Meal ist kein Problem. Eier haben wir. Denke ich mal. Und wir müssen Spruce-Setzlinge holen. Na, da habe ich auch eine Menge von. Tatsächlich. Warum habe ich nicht... ich war so bescheuert. Das wird mir jetzt wahrscheinlich jemand sagen, der aus dem Stream hier reingucken sollte. Sind ja ein paar gewesen. Warum habe ich ihn hier nicht mit reingepackt? Da war ja was, verdammt! Okay. Wir gehen mal eben kurz Setzlinge holen. Moment, nee, ich muss keine Setzlinge holen. Ich habe doch alle Bäume hier irgendwie vertreten. Das heißt, ich habe hier Oak. Das Einzige, was noch fehlt, ist Birke. Birke, mit Ö. Ich muss, glaube ich, mal Birkensetzling... wieso sage ich jetzt Birke? Birke. Ich muss einen Birkensetzling holen. Ist so ein blödes Wort. Aber egal. Macht Spaß, das so komisch auszusprechen. Dass das falsch ist. So, jetzt nehmen wir mal die Pickaxen in die Hand und kloppen mal da eben die Mauer weg. Und wir nehmen mal kurz eine Axt in die Hand und hauen da drauf. Yay! Wir haben eine Birke gefällt und es rattert hier eben gerade. Eben hatte ich voll die Frames-brüchigen... ja. So, jetzt pflanzen wir den Baum wieder hin und nehmen mal diese Bäumchen hier mit und packen da einfach mal einen... ja, ein Mauerteil wieder hin. Was ist denn das da? Ach, das ist der Baum. Ich habe mich gerade echt gefragt, was da hinten so lila ist. Weißt du, ich bin hier schon gefühlt Jahrtausende nicht mehr gewesen. Na gut, vor 4 Tagen war es das letzte Mal. Aber... ja, trotzdem. Es fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit.
Und es ist sehr überraschend, ich glaube für den einen oder anderen, dass ich immer noch Attack of the B-Team spiele. Weil ich hatte es ja schon vor Monaten mal angekündigt, dass wir dieses Modpack ja irgendwann mal abschließen und dass ich irgendwie auch, naja, keine Lust gesagt? Nee, ich habe Lust. Ach, was weiß ich, was ich gesagt habe. Ich sage manchmal viel, wenn der Tag lang ist. Pflanzen wir den dahin oder dahin? Ich glaube, wir nehmen einfach mal den Baum hier weg. Da hatte ich ja schon so, vom Tonfall her war das schon so, als ob ich gleich so ausmache und dann das Spiel nicht mehr öffne. So ungefähr hat sich das angehört. Als ich mir das im Nachhinein nochmal angeguckt habe. Und ich denke mal, man wird überrascht sein, weil man kennt ja noch so die früheren Anfänge von mir. Und da habe ich leider nicht lange durchgehalten, wenn ich irgendwie an einem anderen Pack von Minecraft festgehalten habe. Das war ein bisschen doof. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich muss, glaube ich, ins Bauernhaus oder ich muss tatsächlich ins Lager. Wir probieren es mal im Lager. Ihr wisst jetzt natürlich gerade nicht, was ich versuche zu suchen und zu holen. Das weiß nur ich, weil mein Kopf ja nicht irgendwas ausstrahlt. Es sei denn, ihr könnt Telekinese anwenden. Nee, das war was anderes. Gedanken lesen, Gedöns. Da ist das. Was war das? Ach, natürlich. Ich hab jetzt schon gedacht, die Aufnahme läuft noch, ne? Audacity läuft? Minecraft läuft? Frames ändern sich auch noch? Okay, Aufnahme läuft noch. Eben gerade ist der Firefox im Hintergrund abgestürzt. Fragt mich nicht, warum, aber er ist abgestürzt. Ich glaube, der hat einfach keinen Bock mehr gehabt, dass er offen war. Hätte ich auch nicht. Bei dem, der da hinterm Computer hat. So, Hä? Ach, ich bin ja... So war's, ne? Ja. 8 Stück? Ja, ich meine, das ist ja erstmal ein Anfang. Hab ich nicht mehr davon gehabt? Oder habe ich das alles verwurstet?